Und Knoblauch kann man natürlich auch reinhauen, der kocht dann einfach passiv, das kocht halt einfach passiv mit. Und es ist super. Okay, es lag ein Stein tatsächlich. Da mache ich nochmal Spitzhacken. Samba, ich muss wissen, wo ich Kestrel zu finden kann. Verstehe. Und du willst sofort wissen. Genau. Weil die Angel wichtig ist und ich warten kann. Genau. Wunderbar. Dann habe ich ein gutes Druckmittel. Ich will, dass er das für mich erledigt. Ach komm schon, du willst mich wirklich so ausnutzen? Ganz genau. Das ist wirklich ein Bastard-Samba. Was genau muss getan werden? Ich muss ein paar Dinge für mich besorgen, die das sind. Rote Beete, Zwiebeln, Kohl und Karotten. Das meinst du doch nicht voll ernst. Du willst, dass ich für dich einkaufen gehe, gerade jetzt, wo es spannend wird. Ich werde ehrlich zu dir sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst deine Wertinformationen. Das kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Vielleicht soll es witzig sein. Oder besonders schlau, zynisch oder was auch immer. Gibt es denn keinen anderen Weg, bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeiten. Ich will sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Hör auf zu bellen und Hohlhündchen. Hasse. Rote Beete, Zwiebel, Kohl, okay. Hm? Oh, ich habe keine Steine mehr. Glaube ich richtig? Ja. Ich will jetzt noch mehr Spitzhacken machen, damit ich mich darum erstmal nicht kümmern muss. Außerdem werde ich dann wieder ein bisschen leichter, oder? Wie schwer ist so eine Spitzhacke? Klar, ich kriege auch Kalkstein dazu. Ja, die wiegt 2. Wiegt 3. Im Grunde verliere ich gewiss Gewicht auf lange Sicht. Ne, eigentlich mache ich Gewicht plus, aber egal, das mache ich jetzt. Vielleicht geht ja noch eine kaputt. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich trage einfach zu viel bei mir. Nur so eine Vermutung. Kohl habe ich auf jeden Fall. Ansonsten den Rest würde ich anbauen oder weiß nicht, will ich es kaufen, will ich es anbauen. Ich habe ja Zeit, dann würde ich einfach sagen, ich baue es einfach auf lange Sicht an und gut ist. Ah, da ist noch Felsen. Die Gebäude könnte ich ja da auch mal errichten, so nach und nach. Guten Felsen. Ja, das kostet ordentlich Energie, glaube ich. Stück. Ich glaube fast, das war's mit den Felsen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Pfeiler, Steine. Die fehlen mir doch, oder? Ja. Steinspitzhacke braucht ordentlich Stein.
Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach was hier wegwerfen sollte und einfach später holen sollte. Ich könnte auch Steinmesser machen im Zweifelsfall, wenn ich noch ein paar Steine finde. Die kann man natürlich nicht verwenden. Nee, das ist kein Stein. Nur ein Blättchen. Ein Stöckchen. Die Steine müssen ein bisschen anders dargestellt werden, damit man die besser erkennt. Ja, wenn die Fackel kaputt geht, macht nichts. Ich habe ja genug davon. Ein Escort brauchen wir nicht. Ich könnte das Zeug... Wenn ich es kaufe, wäre ich schneller fertig. Aber nee, ich glaube, ich will nicht kaufen. Ich wollte eigentlich keine Stöcke mehr, Stöcke mehr aufnehmen gerade. Ich versuche sie ja loszuwerden. Passiert trotzdem manchmal einfach so. Sollte eigentlich was ausmachen vom Gewicht her. Beim Grunde verliere ich... Ne, Moment, das ist genauso... Ne, ich... Ich verliere überhaupt nicht sein Gewicht, die sind ja genauso schwer. Die Steinmesser sind doch genauso schwer wie. Oder wiegen. Seien die wiegen nur 250 Gramm, dann sind sie leichter als die Stöcke. Sind die leichter? 19 Kilo Kalkstein, ja. Oh Gott, da brauche ich ja noch ewig. Vielleicht kann ich einfach was in Gostovia verkaufen. Und ich mache hier noch ein bisschen weiter. Oh, drei Steine. Hat auch seine Vorteile, rein theoretisch, wenn die Felsen verschwinden würden. Wenn da jemand durch die Lande geht und wirklich alles planiert für alle anderen, weil er die Steine möchte. Erleichtert auf jeden Fall den Bau der Straßen. Und die sich hier wahrscheinlich eh keiner kümmert, aber egal. Okay, die Spitzhacke ist aus. Ich sorge noch dafür, dass die Spitzhacke kaputt geht. Einmal brauchen wir noch. Wenn ich so weitermache, habe ich genug Stein, damit ich das eine Haus dann auch noch verbessern kann. Ja, ich mache mich immer voller. Aber die Spitzhacken reichen dann vielleicht erstmal wieder eine Zeit lang. Ah, super, immerhin. Ein Steinmesser geht auch. Okay, leicht plus haben wir jetzt gemacht. Die Fackel kann ich noch kaputt gehen lassen. Die guten Fackeln halten wirklich sehr lange.
Ja, ich habe die Zwiebeln leider auch alle verteilt, aber Zwiebeln kriege ich ja im Frühling. Kohl ist kein Problem. Rote Beete war doch im Herbst. Nee. Rote Beete war vom Frühling in den Herbst. Und Karotten war, glaube ich, Sommer. Na, ich glaube, um die Zeit hatte keiner mehr offen. Na, schmeiße ich einfach hier gleich was ein bisschen hin, dass ich mit, und ich muss es mit, oder einen Eingang. Ich schmeiße es an den Eingang. Es liegt dann hoffentlich in der nächsten Jahreszeit noch rum. Oh, ach so, Mitternacht. Ah, ich schlafe ein automatisch, richtig. Oh, ich komme mal nach Hause. Wie toll. Warte mal. Das ist nicht mein Haus. Bin im fremden Bett aufgewacht. Ist die Alte noch da? Ja, sie ist bei 4% immerhin. Dann lasse ich jetzt mal alles hier an Werkzeugen, was ich nicht brauche. Ich habe nämlich ein paar Spitzhacken zu viel, habe ich das Gefühl. Die Steinspitzhacken kann die alle haben. Dung lasse ich auch mal hier. Federn brauchen wir gerade nicht. Kalkstein wird verarbeitet. Pelz brauche ich nicht. Brennholz sieht gar nicht schlecht aus. Baumstämme. Baumstämme sieht nicht gut aus. Oh, 24 Kilo. Das macht mich eigentlich noch so schwer. Nur noch bei 47 Kilo. Kalkstein sind nochmal 12 Kilo. Ansonsten vieles Kleinkram, vieler Kleinkram, den ich mit mir rumschleppe anscheinend. Und vielleicht auch der ganze Kalkstein. Der wiegt wahrscheinlich auch nicht gerade wenig. Ja. Die Häuser mit Kalkstein zu versorgen. Ihr arbeitet aber noch, oder? Ah, okay. Vielleicht könnte ich sie deshalb da nicht reinstecken, weil es als beschädigt zählt. Du arbeitest, oder? Ich nehme mich mal ein bisschen runter. Vielleicht sagen wir mal auf 80%. Okay. Bei Gewinnung. Grabungsschuppen, was fehlt denn? Kein Werkzeug. Spitzhacke. Schaufel. Welches fehlt? Spitzhacke und Schaufel. Ich habe doch Spitzhacke. Okay, die Spitzhacken sind jetzt erst rein. Boden ist nicht so wichtig. Holzschuppen. Nein. Neunmal, neun Brennholz am Tag, wow. Aber 24 mal Holzstamm. Kann ich eigentlich ein bisschen. Nee, ich lasse es mal so. 27 mal Stöcke. Nee, lass mal so. Scheiße, das verdirbt alles sofort. Was? Verdammt, ich habe jetzt riesenviel. Oh nein, mir war nicht bewusst, dass das alles so sofort verdirbt. Interessant, das wird viel mehr Verdorbenes als eigentlich. Scheiße, jetzt habe ich den ganzen Kohl kaputt gemacht. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Ach, so ein Mist. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn natürlich rein, hätte ich ihn natürlich weggeräumt. Jetzt habe ich eine riesen Kohlernte zerstört. Oh Gott. Mein schöner Kohl. Ja.
Das habe ich sehr clever gelöst. Ich meine, es hat mir auch nicht Geld gebracht, aber so viel Kohl. Ich glaube, ich baue jetzt noch ein paar Häuser. Ah ja, ich kann nicht auf die Karte, solange ich crafte. Okay, dann kann ich das alles in umwandeln. Klar, ich habe noch ein bisschen Kohl im Lager gerettet. Ich habe noch ein bisschen Kohl in der Kiste. Aber das, ich dachte, ich verliere nur 50%. Vielleicht, weil wenn es draußen liegt, geht es sofort kaputt. Ja. Das war nicht so gut. Kann ich jetzt alles in... Oh, okay, wenigstens habe ich einen Vorteil. Ich habe jetzt Dünger ohne Ende. Das heißt ja eigentlich, wenn du von irgendwas wirklich zu viel hast, was du nicht brauchst, kannst du das liegen lassen eine Jahreszeit und hast da sofort haufenweise Dünger. Dann schmeißt es hier davor und ja. Meine 129 Felder kann ich jetzt besehen mit Dünger und ich weiß nicht, wie viel Kohl mich das gekostet hat. Zu viel wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich auch nicht effizient. Ja. Packen wir erstmal den Dünger weg. Ich verarbeite jetzt alles mal zu Dünger. Beziehungsweise mal gucken. Ich habe auch keinen Bock, da überall hinzulaufen. Ja, 64 Kilo sind draus geworden. Ja, das ist wieder eine Menge. Aber Steine kommen gut rein. Nee, das waren ein paar hundert Einheiten Kohl. Das war nicht gut. Ah, hier verliert es 25% immer. Ist noch 37 mal Kohl drin. Toll. Nein, das ist nochmal 97. Naja, was soll's, jetzt kann ich es nicht ändern. Ich habe jetzt überlegt, oh, machen wir doch haufenweise Suppen für unsere Leute hier. Aber vielleicht sollte ich den Kohl, den ich jetzt habe, ein bisschen sparen. Ich kann ja eigentlich das Fleisch ein bisschen sammeln. Dann einfach gebratenes Fleisch machen. Also wenn ich eine Küche habe, dann wird es wahrscheinlich auch besser gehen. Es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich jetzt, dass ich wirklich alles kaputt gemacht habe. Mal gucken, ob ich, was ich jetzt anpflanzen kann, ob ich Karotten jetzt anpflanzen kann oder ich weiß es nicht. Ich sollte eigentlich ein bisschen was anbauen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich überlege schon fast, ob es mir scheißegal, ob diese Quests mir scheißegal sein sollten. Ich hab Geld ohne Ende. Machen wir jetzt die Felder und dann baue ich mir Häuser. Einfach für die Automatisierung. Ah, die Felder will ich halt bestellen. Aber die bringen ja eigentlich das Geld. Es sei denn, ich lasse alles vor der Kiste liegen, weil ich zu faul bin. Na. Die Riesenkohlernte einfach vernichtet. Und ich muss mir eigentlich schon langsam überlegen, wie ich mein Dorf aufbauen will. Hab ich noch eine. Was gibt's jetzt? Karotten. Ist doch perfekt. Wie lange brauchen die? Winter zum Sommer. Okay, das ist kein Problem. Oh, guck mal, da liegt noch Verdorbenes. Haben wir noch ein paar Säckchen? Ja. Ah, brauche ich doch Stöcke. Brennholz haben wir noch ein bisschen was. Es macht übrigens auch einen großen Unterschied. Ob du wach bleibst oder nicht, weil wenn du schlafen gehst, springt automatisch alles weiter.
Also kann ich nur Karotten anbauen. Mal sehen, wie viel Karottensaat ich habe und wie viel ich möchte. Im Frühling werde ich auf jeden Fall Zwiebeln wieder anbauen. Zwiebeln sind mein liebstes Ding. Zwiebeln und ich könnte eigentlich dann schon alles haben. Das Fleisch kann von mir jetzt hier noch ein bisschen bleiben. Okay, cool, haben wir ein bisschen Karotten dann. Ja, rote Beete kann ich dann auf jeden Fall anbauen. Dann bauen wir doch mal 50 an. Haben wir genau 50 mal Dünger? Stimmt, ja, das reicht. Nee, nur Karotten. Ich habe Karotten nie im. Wann baue ich denn Karotten? Wer Karotten nicht im Frühling gesät eigentlich? Sagt, wenn ich mich irre, aber. Ich habe das jetzt so im Kopf. Oh ja. Ich bin nicht mehr. Ah, ich bin nicht mehr ausgerüstet. Die ist eh gleich kaputt. Nächstes Jahr war so, ich meine, ein ganzes Jahr ohne Kleidung. So, die ziehen wir mal an. Eine Fackel lassen wir jetzt kaputt gehen. Eine 60er Fackel ist doch eine schöne Sache, oder? Er rüstet nicht automatisch die nächste aus. So, im Winter dürfte eigentlich nichts zu ernten sein. Außer wir haben Winterbirnen, aber die haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Interessant. Hä? Perfekt, habe ich schlau gemacht. 2, 3, 4. Und im Frühjahr wieder eine riesige Zwiebelernte. Zwiebeln und sehr viele Zwiebeln. Zwiebeln und rote Beete. Das heißt, im Herbst kann ich die Quest rein theoretisch abschließen. Und mit ein bisschen Glück habe ich bis dahin dann genug Technologie, dass ich auch weitermachen kann. Kein Problem, ich habe ein paar Säckchen dabei. Ah, ich dachte, das habe ich schon. Das heißt, ich kann dann wirklich richtig losstarten, bald mit Tieren. Wenn ich dann noch ein bisschen Tierfutter hole. Obwohl, Tiere sind sauteuer. Aber ich brauche das. Einer, der sich um Hühner kümmert, einer, der sich um Gänse kümmert. Siehst du, von den Gänsen kriege ich dann ja auch die Federn. In einigen Ländern wird es übrigens noch praktiziert, dass die Tiere lebend gerupft werden. Für die Daunen. Im Grunde, wenn du eine Feder nimmst und diese Büschel, die an der Seite sind, abziehst, hast du eine Daune. Also rein theoretisch mit einer Feder produzierst du zwei Daunen, aber du brauchst echt viele, damit es richtig schön, damit du ein Kissen füllen kannst.
Du kannst natürlich auch warten, bis die Gänse ihre Federn selber verlieren. Das passiert nämlich auch. Die reißen die sich auch selber raus manchmal. Aber es sind halt einzelne und das tut ihnen halt nicht weh. Feldarbeit macht Spaß. Alvin, ich weiß nicht, was dein verdammtes Problem ist. Vor allem das Feld, was er hat, das bestelle ich alleine. An einem Tag. Er muss doch ein recht gutes Einkommen haben. Nee, obwohl, nee. Feldarbeit macht nicht reich in dem Spiel, wenn du aber kombinierst Feldarbeit mit Kochen und wenn du alles dazu hast, dann wirst du, glaube ich, reich. Und mit Alkohol wirst du erst richtig reich. Fällt mir gerade ein. Okay, dann wird es auf 35 erhöht, okay. Gut. Lalalala, leckere Karottchen. Ich mag Karotten. Karotten sind gut für die Augen. Wer den Witz kennt. Du Lügner. Dass sich die Karotten in die Augen gestochen hat. Ich habe aber irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Ereignisse so ein bisschen geskriptet sind und nicht ganz zufällig, sondern dass die fest nach einem gewissen Muster kommen. Weil ich glaube, Diplomatie hatte ich damals auch in der gleichen Zeit. Obwohl der Sturm... Der Sturm war wirklich... Sonst erst später. Es sei denn, ich habe ihn nicht getriggert, weil es das anfangs noch nicht gab. Das kann natürlich auch sein. Das Spiel ist ja immer noch im Bau, aber das ist jetzt im Grunde die endgültige Version erstmal. Ich hoffe nicht, dass nochmal was kommt, was mir hier den ganzen Speicherstand zerstört. Aber das finde ich dann echt schade. Ich mag das tatsächlich nicht, wenn du immer wieder neu anfangen musst. Im Gegenteil, ich hasse das sogar. Drum war ich eigentlich so begeistert, weil als ich dann festgestellt habe, hey, die machen Patches, die deinen Spielstand nicht zerstören. War ich hellauf begeistert. Ich meine, wenn das jetzt einmal war für die quasi definitive Edition, ist okay. Damit kann ich leben. Wenn es aber ständig vorkommt, dann verliere ich meistens auch die Lust an den Spielen, beziehungsweise wenn ich dann immer wieder von vorne anfange, habe ich dann keinen Bock drauf. So. Sehr schön. Feldarbeit für diesen Winter ist erledigt. Ich soll gleich mal skillen. Das war Fackel. Ja, ich will nochmal öffne Fertigkeiten rein. So.
Was könnte man denn machen? Oh, habe ich schon. Wer bin ich denn da eigentlich? Bin ich schon Level 9? Ich nehme mal noch das, weil das brauche ich dann nächstes Jahr. Kochexperte. Oh, ich habe hier eigentlich schon alles, was mich interessiert, tatsächlich. Ach komm, ich kann es doch schon eh umskillen. Ich hoffe, das geht noch. Brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Spitzhacke bleibt, die ist hinüber. Oh, ich hätte genau eine Spitzhacke gebraucht. Steine und Stöcke, da könnte ich noch mal ein paar Messerchen machen. Brennholz nimmt erst aktuell noch zu, das ist gut. Holzstamm nimmt auch zu. Kalkstein nimmt jetzt nur bedingt zu. Ton geht gewaltig nach oben. Gibt es hier einen Bug mit den Trinkschläuchen? Füll mal ein bisschen Wasser auf.